Der Mensch ist keine Nummer. Ja, die titelgebende Geschichte Der Mensch ist keine Nummer von Katharina Ondrejkova. Langsam steckte ich den Schlüssel ins Schloss, trat in die Wohnung und schloss müde die Tür. Die Lehne unter mir ächzte. Ich verstand jetzt genau die wahre Bedeutung dieser Worte, total erschöpft. Der heutige Tag hatte mir mehr als einen unangenehmen Augenblick beschert. Manchmal hatte ich das Gefühl, als hätte mich dieser letzte Fall regelrecht ausgesaugt und mir meine ganze Energie genommen. Ebenso wie die Kraft und die Lust an meiner weiteren Arbeit. Nach meinem Psychologiestudium wäre mir nie eingefallen, dass mich einmal so ein komplizierter Fall, der so hohe Ansprüche an mich stellt, erwarten würde. Alles begann an einem unfreundlichen Herbsttag. Das Wetter war verregnet und ein eisiger Wind stemmte sich gegen alles, was ihm den geringsten Widerstand bot. Auf dem Weg in die Klinik verspürte ich durch die warme, gefütterte Jacke den kalten Luftzug. Es war, als wollte die Natur voraussagen, das wartete. Kurz nach der Mittagspause, in der ich es kaum schaffte, meinen Kaffee zu trinken, wie ich es gewohnt war, stürzte die Sekretärin ganz aufgeregt in mein Büro. Herr Doktor, Herr Doktor, irgendwelche Leute sind zu Ihnen gekommen und behaupten, Sie würden sie bestimmt empfangen. Sie behaupten. Leider erfuhr ich nicht, was sie behaupteten, weil im Augenblick ein Mann eintrat. Ohne Umschweife, eigentlich recht rücksichtsvoll, drehte er die Sekretärin um und beförderte sie hinaus. Dann setzte er sich ganz ungezwungen. Es war einer der beeindruckenden, bemerkenswerten Typen. Hochgewachsen, langes, zu einem Pferdeschwanz gebundenes Haar, ein scharf geschnittenes Gesicht mit durchdringenden Augen unter dichten Brauen. Die Augenfarbe war unbestimmt. Seine Lippen waren und sein Gesichtsausdruck war arrogant. Er sah aus wie jemand, dem man nicht widersprechen konnte. Langsam wuchs meine Neugier. Was würde sich wohl aus diesem Besuch entpuppen? Er fragte, ob er im Büro von Hans Meyer wäre. Meine Antwort war natürlich bejahend. Schließlich und endlich hatte ich mich für nichts zu beschämen. Jochen schickt mich, sagte er. Sie werden schon wissen, welcher. Nach einigem Nachdenken ging mir Licht auf. Jochen, mein bester Freund aus der Zeit, als ich zu praktizieren anfing. Wir besuchten gemeinsam die Mittelschule und die Universität und blieben in den ersten Jahren unserer Praxis zusammen. Dann reiste er mit seiner Familie über den Ozean und mit der Zeit hatte ich ihn aus den Augen verloren. Nach einigen Jahren erhielt ich eine Todesanzeige. Frau und Kinder waren unglücklicherweise bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Damals sandte ich ihm einen Brief mit den Worten: Wann immer du mich brauchen solltest, bin ich für dich da. Zu mehr konnte ich mich nicht aufraffen. Seine Frau war sehr lieb gewesen. Jeder hatte sie gern. Haben Sie sich schon erinnert? Fragte mich in einer Weise, als ob in 5 Minuten sein Flugzeug starten sollte. Ja, natürlich, war meine Antwort. Was brauchen Sie? Was führt Sie zu mir? Ich weiß es selber nicht. Ich soll Ihnen das hier übergeben, sprach er und überreichte mir ein einfaches schwarzes Köfferchen. Hier ist auch alter Mann. Ich weiß nicht, wer er ist und warum er da ist. Alles ist in dem Koffer. Daraufhin erhob er sich, nickte kurz und ging, ohne dass ich etwas hätte sagen können. Nach einer Weile legte ich mir alles zurecht, ordnete der Schwester an,
den Unbekannten aufzuhalten. Und als ich die Tür hinter ihm geschlossen hatte, öffnete ich den kleinen Koffer. Es waren nur zwei Sachen drin. Etwas in einem versiegelten Päckchen und ein versiegelter Umschlag. Dann lag der geöffnete Brief vor mir und ich begann zu lesen. Lieber Hans, da ich weiß, dass du neugierig auf eine Erklärung bist, komme ich gleich zum Kern der Sache. Einer der hiesigen Politiker hat sich an mich gewandt. Du wirst verstehen, dass ich ihn begreiflicherweise nicht beim Namen nenne. Und hat mich um Hilfe gebeten. Er benötige die Behandlung eines anderen wichtigen Politikers, der wohl ohne Umschweife gesagt verrückt geworden war. Eine Behandlung meinerseits lehnte er ab, da die Sache maximale Geheimhaltung verlangt. Warum, weiß ich nicht. Er hat nicht die Mühe genommen, etwas zu erklären. Ich habe ihm von dir erzählt. Nach endlosen Versicherungen, dass sich X von dir behandeln lässt. Wie gesagt, ich weiß selber nicht, um was es sich handelt. Ich will es auch nicht wissen. Ich hätte nur ungern eines Tages einen Autounfall. Ich halte dir die Daumen, dass du damit zu Rande kommst und dass du die Sache gut beenden kannst. PS, ruf mal wieder an. Jocken. Das war alles, nicht ein Wort mehr. Das Aktenbündel aus dem Päckchen enthielt auch nicht mehr Informationen. Nur ärztliche Berichte über Beobachtungen. Daraus erfuhr ich, dass der Patient seit einer gewissen Zeit Halluzinationen litt. Und Bewegungswahn. Zeitweise war er mondsüchtig und hörte auf, mit seiner Umgebung in Kontakt zu treten. Er lehnte Speise und Trank ab und musste künstlich ernährt werden. Etwas ließ mich stutzen. Es war keinerlei Material belegt, aus dem wenigstens teilweise der Grund für diesen Zustand hervorgegangen wäre. Kein Wort über Verwandte, Freunde, Vergangenheit. Ich wollte also Herrn X, ich halte es für besser, ihn so zu nennen, untersuchen. Nachdem man mir mitgeteilt hatte, dass der Patient im Empfangszimmer sei, trat ich ein. Nach meinem Eintritt in den Raum wurde meine Erwartung einem zusammengesunkenen alten und kranken Mann gegenüber hinfällig. Unangenehmes Gefühl ergriff mich. Ich wusste nicht warum. Er wirkte auf mich, als wäre er der Jäger und ich das Opfer. Zum Glück verschwand diese Vorahnung. Im nächsten Moment ihn eine Analyse unterziehen. Er war von mittelgroßer Größe, seine Gestalt war knochig und seine Haltung aufrecht. Das wohl ehemals dunkelbraune Haar war kurz geschnitten und silbrig meliert. Seine Gesichtszüge wirkten aristokratisch. Er hatte hervorstehende Wangenknochen, eine Adlernase und stahlgraue Augen. Eine nicht alltägliche Kombination. Struppige, dichte Augenbrauen machten das Gesicht nicht freundlicher. Seine Stimme war zerfurcht. In dem Mund waren bittere Fältchen. Der Gesichtsausdruck war streng und doch schien es, als sitze in seinem Augenwinkel eine allgegenwärtige, unbändige Angst. Das hatte sich ungefähr vor einem Monat abgespielt. Während der Behandlung kam ich auf nichts Neues. Vielleicht doch etwas. In der Vergangenheit musste X eine Person von hohem Rang gewesen sein. Zuweilen, wenn sich das von einer dunklen Wolke eingehüllte Bewusstsein aufklärte, verriet er eine überdurchschnittliche Intelligenz. Allerdings machte sich bei ihm eine Neigung zur Gewalt und zur Erniedrigung anderer bemerkbar. Etwas war merkwürdig. Ich versuchte festzustellen, was es war. Was konnte seine Krankheit hervorrufen? Was konnte ihn in der Vergangenheit beeinflusst haben? Und so weiter. Immer stieß ich auf eine Barriere seines Schweigens. Keiner schien etwas zu wissen,
wollte oder konnte etwas wissen. Niemand antwortete auf meine Telefonanrufe oder meine Mitteilungen. Es kamen sogar einige anonyme Briefe mit dem freundschaftlichen Rat, meine Nase nicht in Dinge zu stecken, die mich nichts angehen. Eines Tages erhielt ich ein rätselhaftes Paket. Darin war ein umfangreiches Album mit alten Fotografien von Menschen beiderlei Geschlechts, aller Altersstufen und Rassen, Frauen, Männer, Kinder und alte Leute. Bei jeder Person war der Name, das Alter und der Beruf angeführt. Auch eine Nummer in roter Farbe war beigefügt. Sie sah wie ein Geburtscode aus, war aber kein Code. Was bestürzend war, war das frühe Sterbedatum bei jungen Menschen und dass ganze Gruppen denselben Sterbetag hatten. Das war nicht normal. Mich fesselte das Porträt eines Mannes auf der ersten Seite des Albums. Irgendwie schien er mir vertraut zu sein. Aber woher? Unter dem Foto war ein Name. Franz Tinnemeier. Der Name sagte mir nichts. Aber die Gesichtszüge. Ein ankommendes Fax. Wieder eine Nachricht. Ohne Unterschrift. Er weiß es auch schon. Das ist der Grund. Nicht mehr und nicht weniger. Als mein Heimweg antrat, entschloss ich mich, meinen Freund zu bitten, den Computer nach F. Tinnemeier Ausschau zu halten. Auf meinen Freund ist Verlass. Er ist einer der besten Computerpiraten der Stadt. Langsam begann mir aber etwas Schreckliches zu schwanen. Am nächsten Tag wartete ich ungeduldig auf die Antwort meines Freundes. Endlich! Ich hob rasch den Hörer ab, um nach wenigen Minuten kreidebleich wieder aufzulegen. Was er mir mitteilte, konnte ich einfach nicht glauben. Das war unmöglich. Es kann doch nicht wahr sein, dass F. Tinnemeier, einer der höchsten Gestapo-Offiziere, einer der größten Mörder, der im KZ hunderte Menschen getötet hatte und der nach dem Krieg untergetauchte, um der verdienten Strafe zu entgehen, sich ein paar plastischen Operationen unterzogen hatte, um dann unter dem Namen X zu studieren. Das war einfach irreal. Ein vielfacher Mörder, der nie bestraft wurde, den soll ich behandeln? Ich wusste nicht, was ich glauben sollte. Plötzlich fiel mir eine Lösung ein. Die Schwester führte ihn nach einer kleinen Weile herein. Wortlos überreichte ich ihm das Album. Ebenso wortlos schaute er hinein. Darauf entwich seiner Kehle ein unmenschlicher Schrei, der dem eines Tieres glich. Diesem Augenblick verließen mich alle Zweifel. Jetzt glaubte ich alles. Ich konnte seine Gegenwart nicht länger ertragen und ließ ihn wegführen. Aber an dem Blick, den er mir zwischen Tür und Angel zuwarf, werde ich bis zu meinem Tod nicht vergessen. Es war der Blick eines Jägers und eines Gehetzten. In einem. Er gleichzeitig um Verzeihung bat und verspottete. Mir war klar, dass mit ihm das letzte Fünkchen seelischer Gesundheit für immer erloschen war. Die Pfleger, die ihn auf sein Zimmer begleiteten, kamen sofort zurück. Und jetzt, sobald er die Sonne, die hinter der Glasscheibe strahlte, erblickt hatte, riss er sich los und jetzt ist alles hinter mir. Ein Verhör durch die Polizei, Papierkram. Es kann ich verschnaufen. Verstand ich auch alles. Diese lebende Ruine versuchte in den Nachkriegsjahren seine Vergangenheit auszulöschen und bemühte sich, sein eigenes Ich auszuwechseln. Vielleicht war es ihm sogar teilweise gelungen. Wie aber auch vermag jemand wie er vergessen und in Frieden und Ruhe zu leben. Bevor mir dieser Fall unterkam, konnte ich es nicht verstehen, weshalb die SS den Menschen Nummern gab. Damals im Lager war man weder Peter noch Paul. Man war eine Nummer.
Es waren Nummern wie 03284381 oder 03284. Wäre es so schwer gewesen, sie mit Namen anzusprechen? Oder hatten sie so einen Ekel vor den Häftlingen? Jetzt öffneten sich meine Augen. Die Gestapo und die SS würden sonst ihre Schuldgefühle über Begnade nicht loswerden. Auch wenn sie diese Gefühle tief in ihrem Inneren verbargen und sie in die Tiefe ihrer Seele verdrängt wurden. Eben deshalb hatten Selbstmord begangen. Er konnte die Last der stumm anklagenden Fotografien nicht ertragen. Er konnte nicht mehr derselbe bleiben, wenn er daran dachte, wie viele Menschen er in den Tod geschickt hatte. Nicht Nummern, sondern Menschen. Dieser Markus Baum musste doch auch eine Frau, Kinder, Freunde gehabt haben. Ebenso wie gute und schlechte Eigenschaften. Aber 03549271, das war nichts als eine Nummer. Eine Nummer ist eigenschaftslos. Eine Nummer kann man nicht beschreiben, charakterisieren. Eine Nummer wird nicht Mutter rufen, wenn wir diese Nummer von einer anderen trennen. Eine Nummer erscheint nicht in bösen Träumen, um Angst einzujagen. Sie erscheint nie in der Stille der Nacht. Das alles trifft nur auf einen Menschen zu, auf ein unschuldiges, zum Tode verurteiltes Opfer. Eine Nummer blickt einen nie an, mit jenem einzigartigen Blick eines Menschen, der in den nächsten Augenblicken seinen Lebensweg beschließen muss. Ein Blick, der sich mit dem Tod abgefunden hat, nicht mehr Hass erfüllt, sondern verzeihend. Wer eine Nummer erschlägt, kann nicht dasselbe fühlen wie beim Erschlagen eines Menschen. Das Gefühl, dass man ein Stück seiner selbst erschlägt, kann nicht Platz greifen. Man kann sich nicht bewusst werden, dass soeben ein Freund, ein Bruder erschlagen wurde. Ein Mensch, den eine Nummer kennzeichnet, ist kein Mensch mehr, kein Lebewesen. Dieser Mensch hört auf, als intelligente Lebensform zu existieren. Genauso entleidigte sich die Gestapo und die SS ihrer Verantwortung. Nicht den anderen gegenüber, sondern einer weit wichtigeren Verantwortung gegenüber dem eigenen Gewissen. Unter einer Nummer stellt man sich keinen kranken Greis, keine schwangere Frau, kein totes Kind vor. Nur eine Nummer, einen bedeutungslosen Krakelfuß auf dem Papier. Aber ein Mensch ist keine Nummer. Erkläre ich das einem 16-jährigen Menschen des Jahres 1997 richtig? Wer kann mir die Antwort geben? Ja. Und damit endet auch die letzte Geschichte dieses Buches. Hier haben wir noch ein paar wundervolle gemalte Gemälde zu den Geschichten. Und ich würde auch vorschlagen, dass wir in diesem Video wieder eine Schweigeminute einhalten. Und während der Schweigeminute kann ich ja mal so ein bisschen ganz still und leise durch die Bilder blättern, in uns zurück. Vielleicht auch mal ein bisschen Zeit lassen, das ein oder andere Bild zu zeigen. Und ja, ich glaube, es ist schon richtig, da mal dem ein bisschen zu bedenken und ein bisschen das Gelesene zu passieren zu lassen.
So, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr meinem Vorlesen gelauscht habt und sage wie immer, bis zum nächsten Video. Bis dahin. Das war Zwerg für Toleranz und Courage. Der Mensch ist keine Nummer.